Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing und zwar der Apothekenbox Doc Morris. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Wir öffnen die Apothekenbox Doc Morris. Ja, ich weiß, es ist wieder ein Unboxing, aber das nächste Video wird garantiert kein Unboxing. Doc Morris ist eine Online-Apotheke, so viel ich weiß. Ich möchte euch hier eine Seite nochmal ans Herz legen. Und zwar ist das die Seite boxenwelt24.de. Werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Und auf dieser Seite findet ihr alle möglichen Boxen, die es überhaupt im deutschsprachigen Raum gibt, zu verschiedenen Themen, nicht nur Beauty. Genau, und schaut einfach mal rein, das ist wirklich sehr interessant. Diese Seite hat auch eine Facebook-Seite. Und ja, diese Facebook-Seite habe ich abonniert und wurde somit informiert, dass die Doc Morris Box erhältlich ist. Die Seite nennt sich Boxensüchtig. Genau. So. Und jetzt starten wir einfach mal mit dem Unboxing. Die Doc Morris Box kostet 14,99 €. Zuzüglich 2,95 € Versandkosten. Genau. Und ja, wenn man dann ein paar Sachen dazu bestellt, ab einem Bestellwert von 19 € sind die Versandkosten umsonst. Und ja, ich habe die jetzt da und wir öffnen die jetzt. Die Box, die kommt mit einer Banderole. Und in dieser Banderole sind, das ist quasi die Produktkarte und da sind die ganzen Produkte beschrieben. Ich habe die Box selber noch nicht geöffnet. Ja, jetzt schauen wir mal rein und sie ist prall gefüllt. Also das liebe ich ja an Apothekenboxen, die sind immer prall gefüllt mit Produkten zu einem super Preis. Ja, wir sind mal gespannt, oder ich bin jetzt gespannt, was sich da alles so verbirgt. Das ist von Luvos eine Maske. Und zwar eine Zellaktivmaske, regt den natürlichen Zellstoffwechsel nachweislich an, vitalisiert und regeneriert. Masken, ich liebe Masken, nutze ich immer und gerade die von Luvos finde ich ganz toll. Und von daher freue ich mich. Dann haben wir hier von der Firma Dermacell. Hallo Schöne, Dankeschön. Milch und Honig, Schaumbad für ein zart gepflegtes Hautgefühl. Schaumbäder, da bin ich auch immer für zu haben und von daher auch ein gutes Produkt, was sich hier in der Box befindet. Dann haben wir hier ein Pröbchen und zwar von Veleda, beziehungsweise hier sind zwei Pröbchen drin. Und zwar einmal Zitrus-Erfrischungsdusche und Zitrus-erfrischende Feuchtigkeitslotion. Dann haben wir noch eine Probe, und zwar auch von Veleda Granatapfel straffende Tagespflege. Und noch eine Probe von Veleda, einmal Granatapfel Schönheitsdusche und Granatapfel regenerierende Pflegelotion. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier ein Desinfektionsgel von der Firma Avitale. Ja, Avitale, ein Desinfektionsgel, rückfettende Händedesinfektion mit 100 Millilitern. Finde ich super. Jetzt was. Oh, cool. Ein Nagellack von Alessandro. Und hier steht 100% vegan. Welche Farbe ist das? Baccara Rose. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Passend auch zu dem Herbst. Ja, da freue ich mich auch sehr, sehr drüber, dass da auch was Dekoratives in einer Apothekenbox drin ist. Von der Firma Curaprox. Black is White. Ah, Whitening, also eine Whitening Fluoride Toothpaste, eine weißmachende
Zahnpasta, Probegröße 10 Milliliter. Jo, finde ich auch gut, einfach mal um zu testen. Black is White, das ist wahrscheinlich eine schwarze. Na, sie ist schon noch verschlossen. Lasse ich auch verschlossen. Aber ich vermute mal, das ist eine schwarze Zahnpasta. Cool. Gut. Von Kneipp. Massageöl. Yang Yang. Ja, dünn auftragen mit sanftem Druck und gleichmäßig kreisende Bewegung einmassieren. Ja, so mal, wie man halt auch Massagen durchführt. Das ist eine, ist das eine Probegröße? 20 Milliliter sind drin. Ja, das wird wohl für ein, zwei Anwendungen reichen, mindestens, denke ich mir. Okay, gerade jetzt im Winter finde ich das eine gute Sache. Und zwar von der Firma Alprisan, Fußspezial für sehr trockene Haut, eine Schaumcreme, spendet intensive Feuchtigkeit und beugt Fußpilz vor. Zieh schnell ein und fettet nicht. Ja, das ist ganz wichtig. Dann haben wir hier einen Kosmetikspiegel. Der sanfte Weg zur Gesundheit. Oh cool, von La Roche-Posay. Obwohl La Roche-Posay gehört, glaube ich, anteilsmäßig zu der Firma L'Oréal, wie ich letztens mitbekommen habe. Ein Wet Skin Gel Lichtschutzfaktor 50 plus bei Sonnenallergie. Empfindliche Haut, wasserfest, leichtes Gel für ein ultraleichtes Auftragen auf trockener oder nasser Haut. Fettet nicht, klebt nicht. Das ist auch eine Probegröße von 15 Millilitern. Dann nochmal von Veleda. Was ist das? Nachtkerze. Festigendes Aufbaukonzentrat, reaktiviert die Zellerneuerung, spendet nachhaltig intensive Feuchtigkeit, polstert die Haut auf, stärkt und revitalisiert sie. Finde ich auch sehr schön. Dann haben wir hier von Veleda ein Lippenbalm, das habe ich auch schon im DM gesehen, in der Farbe Rose. Von Natural, getönte Lippenpflege, natürlicher Schutz für weiche und geschmeidige Lippen, hinterlässt einen Hauch von Farbe und zartem Glanz. Ja, auch gut. Eine Probe von CHW, Moisturizing Lotion, Feuchtigkeitslotion. Enthält eine Kombination aus Hyaluron und Ceramide. Gibt der trockenen Haut den zusätzlichen Feuchtigkeitsboost. Die Firma sagt mir so gar nichts, aber ich werde es gerne austesten. Und wieder eine kleine Probegröße von der Firma Eucerin. Even Brighter. Korrekturstift gegen Pigmentflecken. Jo, brauchen wir. Und zwar ein Nasenpflegespray, gerade jetzt in der Zeit, wobei ich sagen muss, dass das Wetter absolut nicht der Jahreszeit entspricht. Wir haben gestern 24 Grad gehabt und Sonne satt. Ja, aber wenn dann die Zeit kommt, das heißt also Heizungsluft, wenn die Heizungsluft läuft, dann ist sowas immer sehr gut. Mit Meerwasser und ohne Konservierungsstoffe. Finde ich gut, haben wir auch immer vorrätig. Für die Jahreszeit. Von Doppelherz aktiv, abwehraktiv, Zink, Selen, Histidin und Vitamin C. Zink und Selen tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei, mit Orangengeschmack. Was ist das denn? Das sind so Tütchen, glaube ich. Granulat, das man dann ohne Wasser zu sich nehmen kann, und diese Granulatperlen lösen sich dann auf der Zunge auf. Finde ich auch sehr, sehr schön, dass sowas dabei war oder ist. Oh cool, auch gut. Von der Firma Islamed Akut, effektiv bei Erkältungs- und Halsbeschwerden. Halspasteln. Ich hoffe, die sind nicht so scharf. Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre. Bis zu 6 Pastillen täglich.
Ja, also sowas haben wir eigentlich auch immer im Haus, aber ich achte schon darauf, dass die nicht allzu scharf sind. Genau, aber das sieht schon so ziemlich fresh aus. Und zu guter Letzt haben wir hier einen Entspannungstee von der Firma Sidroga. Köstliche Teemischung aus feinsten Kräutern und Gewürzen. Sind viele Probiergrößen oder größere Proben dabei. Was ich bei Apothekenboxen sehr, sehr schön finde, weil man sich durch die Produkte durchtesten kann und so medizinische Produkte, die nutzt man ja auch nicht immer, eigentlich nur dann, wenn man es braucht. Und es waren ja auch eigentlich Beauty-Sachen dabei, ne? Korrekturstift, Nagellack, Lippenbalm. Dann Pflege ist dabei und, ja, und halt medizinische Sachen. Ich finde die Box ganz gut. Und genau, ja, das ist das, was ich zu der Box sagen kann. Und jo, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.